Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge All of Porcupine. So, wir befinden uns auf dem Weg zum Krankenhaus. Wir können ja mal mit ihr hier reden. Da ist er ja wieder. 2 Tage in Folge ohne Verletzung. Du wirst besser, Kleiner. Ja, ich bin auch richtig stolz. Das kannst du auch sein. Aber halt dich zurück, am Ende wirst du noch Mitarbeiter des Monats. Ich werde mich vorsehen. Wie ist die Lage? Alles gut? Fragst du mich oder meinen Rücken? Ihren Rücken? Ich bin schließlich Arzt. Das dachte ich mir. Gut, dass du fragst. Tut ja sonst keiner. Man sagt, es gab Zeiten, in denen ich keine Rückenschmerzen hatte. Ja, ja. Ja. Halte ich für ein Gerücht. Ja, ja. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Die Bandscheiben haben schon vor 12 Jahren sich verabschiedet. Sie hatten einen Bandscheibenvorfall? 3, um genau zu sein. Oh. Ja. Ich dachte, es wäre besser, wenn ich den Pflegejob etwas zurückschraube und mehr so Verwaltungsdöns mache. Aber sagen wir mal so, dieser klapprige Stuhl macht's irgendwie nicht besser. Das tut mir leid, Ingrid. Muss es nicht. Pass einfach auf deinen Rücken auf, Kleiner. Du siehst schon so aus, als würdest du beim kleinsten Windhauch in der Mitte durchbrechen. Lass es nicht so weit kommen. Der Rücken ist erstmal da. Geht er so schnell nicht wieder weg. Also lautet die erste Regel: Nicht durchbrechen? Nicht durchbrechen. Ganz genau, ja, ja. Ja. Meine Meinung. Wie ist denn die Lage? Ist ein bisschen was los. Aber du bist ja heute mal pünktlich. Kennst du dich eigentlich schon im Krankenhaus aus? Es geht so, ehrlich gesagt. Ja, das wundert mich nicht. Alle verlaufen sich hier am Anfang. Also fangen wir mal hier an. Ja. Du stehst gerade im Erdgeschoss. Komm mich gern besuchen, wenn du kannst. Ich bin viel beschäftigt, aber zu dem Plausch sage ich nicht nein. Außerdem kannst du hier auch in die Cafeteria. Sergei macht seinen Job ganz gut. Meiner Meinung. Man kommt hier von hier aus zum Haupthintereingang. Da wird der medizinische Müll entsorgt. Dort parken auch unsere Kranken- und Rettungswagen. Ab und an trifft man auch Nasen, die mal frische Luft brauchen. Auf den ersten Etagen findest du den Zugang zum Treppenhaus und einen Aufzug. Ja. Der Aufzug bringt dich am schnellsten dorthin, wo du hin musst. Wenn du es also mal eilig hast, ist das der schnellste Weg zum Ziel. Ja, ja, ja. Aber das Treppenhaus kommst du auch in alle anderen Stockwerke. Ja. Ganz unten im Treppenhaus kommst du ins erste Untergeschoss. Dort ist das Labor. Dr. Halils verschrobenes Königreich. Ja, ja. Aber wie ich das schon mitbekommen habe, konntest du ja gestern schon seine Bekanntschaft machen. Auf der Etage ist unsere zentrales Dokumentenarchiv und Lagerraum für allerlei Nippes, so, ja. Gregor stellte einmal mal wieder seinen Schrott ab. Im ersten Stock ist die Verwaltung. Dr. Theobald und Herr Heidrich haben dort ihr Büro, ja, ja. Im zweiten Stock ist die Chirurgie. Dr. Linwood wird von allen in den Himmel gelobt. Der Chirurg mit den goldenen Händen wurde extra aus dem Ausland angeworben. Ja, ob es das so sein sollte, naja. Jetzt schnibbelt er hier an den Leuten rum. Er und die gute Portobello zoffen sich gerne mal, ja, glaube ich zumindest. Über den dritten Stock muss ich dir hoffentlich nichts erzählen. Ja, den kenne ich. Du hast echt das Glück, dass du bei Dr. Krokowski gelandet bist, Kleiner. Verscherz es dir nicht mit der. Dann wirst du hier zum Spitzenarzt. Okay, ich gebe mir Mühe.
Euch ist noch die zweite innere. Da liegen mehr die Privatversicherungen. Dr. Gautera und Dr. Kamala sind sehr vom ruhigen Schlag, ja. Aber ganz angenehm bei den ganzen Sturke mir. Der Rest wird schon allein rausfinden, Kleiner, ja. Danke für den Überblick, Ingrid. Gern geschehen, ja. Es ist nie verkehrt, die Leute um sie herum zu kennen, ja. Mal zuschauen, wenn man Zeit hat. Im Notfall sollte man genau wissen, wo was ist. Du solltest mal bei Dr. Theobald in seinem Büro vorbeischauen. Stell dich gut mit ihm. Er ist schließlich der Chefarzt hier, ja. Er mag dich bestimmt. Okay, guter Gedanke. Ich schau mal bei ihm vorbei. Du weißt bestimmt, wo sein Büro ist. Ja, klar. Sein Büro, das kenne ich. Ja. Im ersten Stock nach rechts. Danke, bis später. Fall nicht über deine Füße, ja, Junge. Ah, schön, die Ingrid. Ach, wie toll. Ah, ich liebe das Spiel, das ist so gut. Ich hoffe, ich kann mir die ganzen Stimmen merken. Das ist so schwierig. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. So, wir wollten mal in den ersten Stock, ne? Aber wir müssen auch zu unserer Arbeit. Ah, schwierig. Mal gucken. Und hallo erstmal nochmal zurück zu Fall of Porcupine. Das heißt, mal gucken, wie komme ich noch nach oben? So, ne? Genau. So, ganz rechts. Das ist links. Wahrscheinlich hier rein und dann ganz rechts. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt Auswirkungen hat, wenn wir jetzt nicht pünktlich kommen. Eigentlich sind wir pünktlich, aber gut. Ganz rechts, sagt sie. So, wir sind mal, glaube ich, weiß nicht, Büros waren das, ne? Achso, das müsste das sein, glaube ich. Hier ist das Büro von Chefarzt Dr. Theobald. Wir hatten noch gar keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Sollte ich ihm mal Hallo sagen? Lieber nicht, der ist bestimmt beschäftigt. Ich klopf mal an. Er ist nicht da. Einen Moment, bitte! Oh. Kommen Sie rein! Also gut, auf geht's. Huch, das Bild. Ich muss die Stimme, glaube ich, abändern. Warte. Einen wunderschönen guten Morgen. Was kann ich denn für Sie tun? Guten Morgen, Dr. Theobald. Mein Name ist Finlay. Ich bin seit einiger Zeit als Assistenzarzt hier. Ah, richtig. Es freut mich, dass Sie vorbeischauen. Wie geht es hier Ihnen? Fühlen Sie sich wohl? Alles sehr aufregend, aber ich komme gut klar, danke. Das freut mich zu hören. Ich hätte gerne schon früher kennengelernt. Ich freue mich über jedes neue Gesicht und bin sicher, dass Sie hier gute Arbeit leisten werden. Aber sagen Sie, warum haben Sie sich für das St. Ursula entschieden? War es die gute Aussicht oder die Liebe? Sie müssen mir nicht antworten. Ich plaudere es einfach gerne. Ich plaudere. Wissen Sie? Nein. Schon in Ordnung. Ich habe mein Medizinstudium abgeschlossen und wollte schnell in den Job starten. Schnell viele Dinge lernen und ein guter Arzt werden. Ich habe in der Großstadt studiert und vorher auch dort gelebt. Sowas wie Porcupine ist völlig neu für mich. Und ich dachte, in einem kleinen Krankenhaus bekomme ich mehr wichtige Aufgaben. Und ich fand es einfach nett. Ja, nett ist es hier, in der Tat. Und wie ist es im Leben in Porcupine? Na, es ist schon anders, als ich dachte. Aber ich hatte erstaunlicherweise auch noch gar nicht viel Zeit für die Stadt. Ich hoffe, das kommt noch. Sicher. Ich mache Ihnen aber auch nichts vor. Der medizinische Alltag ist nicht leicht.
Ich kann es sehr, kann sehr erfüllend sein. Aber sehr, ja. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Dann wird es Ihnen hier auch dauerhaft gefallen. Und wenn es Ihnen mag, etwas fehlt, geben Sie mir Bescheid. Ich tue, was ich kann, damit es in der Belegschaft gut geht. Auf welcher Station behandeln Sie denn? Ich komme leider nicht dazu, noch Selbstbehandlung durchzuführen. Ich vermisse die Arbeit auf der Station sehr. Aber meine aktuelle Position lässt dafür keinen Raum. Und Ihr Stethoskop? Ach, das alte Ding. Ich habe es einfach gerne dabei. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Es bringt mir Glück. Und ich fühle mich damit noch ein wenig als Teil der Belegschaft. Liegt Ihnen noch etwas am Herzen, Mark? Haben Sie noch eine Frage? Haben Sie einen Tipp? Haben Sie Tipps, wie ich mit Dr. Kowalski am besten umgehe? Dr. Kowalski ist eine der besten Ärztinnen, die ich kenne. Lass dich nicht von ihr unterbuttern. Ich weiß, dass sie was drauf haben. Und Dr. Krokowski weiß das auch. Sie zeigt es nur nicht so häufig. Ja, das mag sein. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wegen der Sache mit Herrn Anders. Ja, das ist natürlich mir zu Ohren gekommen. Machen Sie sich gar keine Sorgen. Es war nicht Ihre Schuld. Sie sind nicht der Erste, dem hier ein Patient entlaufen ist. Das passiert den Besten. Selbst Dr. Linwood hat mal nach jemandem gesucht. Und seine Patienten hat nur ein Bein. Wie dem auch sei. Am Ende ist immer alles gut ausgegangen. Klopfen Sie sich den selbst in Staub auf und machen Sie weiter. Einverstanden? Einverstanden. Danke. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Das St. Ursula ist echt ein schönes Krankenhaus. Das ist es in der Tat, nicht wahr? Ich habe mich in den rustikalen Charme der alten Dame verliebt. Ach ja, kann ich sonst noch was für Sie tun? Was halten Sie von der Cafeteria? Der gute alte Sergej macht tüchtige Arbeit. Ich habe manchmal negative, aber ich habe mich mal negativ über ein Gericht geäußert. Die Organe-Ouvertüre nannte er es. Etwas bitter für eine Vorspeise, wenn Sie mich fragen. Naja, ich bin seitdem nicht gerne dort gesehen. Aber das tut meinem Respekt gegenüber Sergej keinen Abbruch. Und ich halte eine Flagge hoch für die gesunden Feedback-Kultur. Eine bittere, orangenfarbene Flagge. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, das ist alles gut. Aber danke für Ihre Zeit. Gut, gut. Na dann ziehen Sie mal los. Wir haben sicher beide einen vollen Tag. Und danke für das Gespräch. Das sollten wir bei Zeit wiederholen. Schönen Tag, Dr. Theobald. So, jetzt haben wir Dr. Theobald kennengelernt. Ich guck mal eben. Dr. Theobald ist der Chefarzt des St. Ursula. Ich habe heute das erste Mal so richtig mit ihm gesprochen. Das Gespräch hat mir gut gefallen. Ich hoffe, dass ich noch viel von ihm lernen kann. So, was können wir hier? Das Regal ist voller Ordner und alter Medizinbücher. Wow, ich würde da gerne mal reinschauen. Ich wette, die Hälfte der Inhalte sind heute überholt. Und ein goldener Minigolfpokal. Diese Auszeichnung erhielt ich von vergangenem Sommer. Sie steht übrigens im Büro des hiesigen Minigolf-Meisters. Und so alt sind die Bücher nun auch wieder nicht. Ach, schön. Supi. Haben wir ihn auch mal kennengelernt. Geil. Supi. So, jetzt müssen wir schleunigst mal zur Arbeit, bevor Dr. Krokowski wieder Mecker gibt. Wir hätten auch den Lift nehmen können, ne? Sollten wir vielleicht beim nächsten Mal probieren. Wo ich gerne, nach oben. Wo ich gerne Treppen laufe.
Nee, wir müssen noch einen höher. 3, ne? War das? So, die dritte ist unsere Etage. Da gucken wir mal, wie heute so der Tag wird. Na dann. Guten Morgen. Es freut mich, Sie mal vor Sonnenuntergang hier anzutreffen. Haben Sie bereits Ihr Akte für den heutigen Tag? Nein, leider nicht. Dann kümmern wir uns gleich mal darum. Es sind bereits einige Betten neu belegt worden. Ihre Aufgabe für heute sind freigeschaltet. Dann gucken wir noch mal rein. So. Blup. Daten aktualisiert. Wir haben alle Hände voll zu tun. Darum lassen wir uns keine Zeit verlieren. Unter anderem ist eine alte Bekannte von mir zu Gast. Sie liegt in Zimmer P31. Bitte sehen Sie mal nach ihr. Verlieren Sie aber trotzdem Ihre anderen Aufgaben nicht aus den Augen, verstanden? Ich freue mich im Anschluss, wie immer, über saubere Ergebnisse. Frohes Schaffen. Okay, so. Dann müssen wir hier wieder die Medizin geben. Dann fangen wir hier mal an. So. Frau Martin, wie fühlen Sie sich denn? Ich lag vor lauter Sorge wieder so lange wach. Ich habe an meine Tochter gedacht, an unseren Streit. Wenn ich nicht schlafen kann, dann wälze ich auch die ganze Nacht Probleme. Aber geht es Ihnen, Ihren Magen denn wenigstens besser? Den Magen? Also jetzt, wo Sie es sagen? Na, dem geht's tatsächlich besser, ja? Das klingt doch schon mal gut. Schlafschwierigkeiten können eine Nebenwirkung Ihrer Medikamente sein. Ich passe Ihre Medikation etwas an. So, dann legen wir mal los. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie war denn das nochmal? Wir müssen, okay. Wir haben, okay, grün ist zu viel. Blau ist zu viel, ne? So wäre genau richtig. Dann machen wir das doch so. Aber 4 Tabletten darf sie nur kriegen. Ach so, da steht extra 4. Oh, warte mal. Sie darf nur 4 Tabletten kriegen. Das müssen wir also mit 4 Tabletten müssen wir das lösen. Und blau ist zu wenig. Sie müsste blau kriegen. Warte mal. Jetzt ist orange zu wenig, ne? Ne, jetzt passt's. So passt's eigentlich. Ne, grün und Dings sind zu viel. Warte mal. Ah. Grün ist zu viel. Dann wäre jetzt rot zu viel. Ah je. Geht das überhaupt? Kriegt man das? Ah, warte mal. 4 Tabletten waren's, ne? Moment. Ich habe gerade 3 Tabletten gehabt. Moment. So müsste es passen. Da sind 4 Tabletten. Ja, das passt. So. Behandlung abgeschlossen. Ein A. Juhu. So, Sie bekommen gleich neue Medikamente, die bei Ihrem beim Schlafen helfen. Das Magenbeschwür bekommen wir in den Griff. Aber damit es so bleibt, müssen Sie Stress vermeiden. Das ist immer so leicht gesagt. Ich weiß. Nein, es ist ja gut, dass Sie das sagen, dass ich das mal höre. Wissen tue ich das ja schon lange. Aber ich muss da jetzt wirklich mehr Acht auf mich geben. Nun wie? Wenn Sie gleich Ihre Tabletten bekommen, schlafen Sie erst einmal. Danach kommen Sie dann bestimmt auf ganz neue Ideen, wie Sie die Sache angehen können. Danke, Herr Doktor.